Ich war schon immer ein Optimist. Man schafft alles, wenn man nur will. Glaub an dich, glaub an mich, glaub an uns. Bei allem, was wir tun. Der Himmel ist unendlich weit. Was weiß denn ich von Raum und Zeit? Und wie viele leuchtende Sterne da oben wohl stehen? Aber eines weiß ich ganz genau. Ich bin geboren. DJ Ötzi, willkommen in Bocholt. Ah ja, coole Stadt. Es sind so viele Leute hier gewesen, ich bin echt total... erfreut und überrascht. Ja, ich wollte gerade fragen, die Resonanz des Publikums hier in den Shopping-Arkaden ist ja wohl wahnsinnig, oder? Ja, ist perfekt. Also, ich bin mit keiner Erwartung reingekommen und bin aber total positiv überrascht. Auch die Management-Führung von hier, total, alle total nett. Ich bin total überrascht, positiv. Na, dürfen wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal Bocholt oder die Umgebung dann gemeinsam besuchen? Nick P. und. Nick P. muss ins Studio. Aber ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir gemeinsam Zeit hätten. Ja? Oder haben würden. Ja? Wisst ihr denn, dass ihr unglaublich viele Fans auch in den Niederlanden habt? Ja, ich glaube es. Also ich hoffe es, weil von früher noch. Und auch, ich glaube, die Leute sehen ja auch das deutsche Fernsehen und so. Also, bitte schöne Grüße nach Holland. Ich habe sehr, sehr viele Freunde in Holland, ja. Ja, auf jeden Fall. Können wir ja eigentlich gleich auch durchgeben, die Grüße. Können wir weitergeben an unsere Zuschauer in den Niederlanden, die sich ganz sicher auch fragen, besteht denn auch mal die Möglichkeit, dass ihr die Niederlande besucht? Also von uns aus gerne, wenn sich ein Veranstalter in dem Sinne zur Verfügung stellt, weil also ich liebe es, da drüben zu sein in Holland, ja. Weil ich war, Maastricht ist noch Holland, ne? oder ist es schon Belgien? Maastricht? Ja. Ja, das ist auf alle Fälle noch Holland. Ja, und da war ich mit dem André und mit dem Rühe. Und es war wunderschön, es war eine einmalige Geschichte. Wir waren da 10 Tage und 10 Tage war der Friedhof, war da voll und es war echt ein wunderschönes Erlebnis für mich. Erstmal ein großes Kompliment für den Song an euch alle beide. Wirklich wahnsinnig. Also wirklich echt wieder ein erfrischender Song. Und darf ich dich noch bitten, noch ein paar CDs zu unterschreiben für unsere Fans, die wir dann von unserem Sender aus weggeben dürfen? Super gerne, mach ich gerne. Ah, prima. Wie sagt man Danke eigentlich auf Holländisch? Bedanke. Wie sagt man da? Entweder ganz einfach bedankt oder dank überall. Dank überall. So, DJ Ötzing unterschreibt jetzt gerade für uns ein paar CDs. Hi, unterschreibt ein paar Handtekeningen auf CDs, die wir weggeben. Ich möchte mich bedanken für das Gespräch und die Möglichkeit, dich mal kennenzulernen. Ja, ich bin unkompliziert. Mit 2 Minuten, was du da bist. Das haben wir gemerkt. Schönen Dank auch. Und weiterhin viel Erfolg mit eurer Single. Ja, cool. Und Grüße an Nick. Ja, mache ich auf jeden Fall. Super, danke. Tschüss. Danke.